Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Pinsights Podcast von unserer Pinterest Marketing Agentur Scana Media. Heute darfst du dich auf eine Live Pinterest Coaching Session hier im Podcast freuen, dass ich Franziska gemeinsam mit der lieben Melina von Herzblatt Design geführt habe. Herzblatt Design ist ein Shop für Hochzeitspapeterie und Geschenkartikel, und wir werden eben darüber sprechen, wie Melina ihren bereits bestehenden Pinterest-Account weiter optimieren kann. Das heißt, wir haben über Themen gesprochen, wie sie zum Beispiel die Pinnwandstruktur optimieren kann, also wo ist es zum Beispiel wichtig, noch weitere Keywords zu integrieren, wie kann sie ihre Pinnwände auch etwas reduzieren, weil sie eben über 50 Pinnwände hat, und wie sie die Pinnwände auch ideal benennen kann, dass es auch eine gute, ja, Nutzer-Journey auch auf der Plattform ist. Und dann geht es auch noch um das Thema Shopping, denn Melina nutzt Etsy als Shop und kann somit ja auch gar keinen Pinterest-Katalog integrieren. Aber wie ist es dennoch möglich, Shopping-Pins auf Pinterest zu veröffentlichen, obwohl sie eben keinen eigenen Shop hat? Und genau dazu gibt es auch einen Hack, worüber wir in dieser Podcast-Episode sprechen. Also, ich hoffe, dass einige Insights für dich dabei sein werden, denn es geht nicht nur um das Thema Hochzeit und Papeterie, sondern natürlich werden wir auch über viele allgemeingültige Pinterest-Strategien sprechen. Also, jetzt geht's los. Ganz viel Spaß mit der Episode. Hallo, liebe Melina. Ich freue mich total, dass du heute unser Gast bist, denn wir machen heute eine Live-Coaching-Session hier im Podcast für dein Pinterest-Thema. Und stell dich doch gerne kurz vor und was du machst und über welches Thema wir denn heute sprechen werden. Ja, hi, ich bin Melina Leibelt, Grafikdesignerin und Illustratorin vom Herzen. Mache das jetzt schon, ich habe mal nachgerechnet, seit 20 Jahren in den einen oder anderen Sparten und habe mich in der Elternzeit selbstständig gemacht mit der Sparte Hochzeitspapeterie. Und daraus haben sich so verschiedene Standbeine entwickelt. Das ist einmal das klassische Corporate Design, was ich dann wieder in der Corona-Phase aufgegriffen habe, weil mit Hochzeiten da nicht so viel los war. Und ich bin auch so ein kleiner Handwerker, so ein kleiner Tinker, weil ich aus einer Tischlerfamilie komme und habe mir vor gut einem Jahr einen Laser angeschafft, weil ich damit schon im FabLab gearbeitet habe, und habe einen kleinen Shop eben auch für Hochzeiten und Geschenkartikel und schöne Dinge, die ich selber entwerfe und auch in der Werkstatt selber produziere. Ja, super schön. Also eigentlich für alle, die zuhören, können ja eigentlich jetzt gerne mal auf deine Website gehen und gucken, dann kann man sich das auch ein bisschen besser vorstellen. Was für Produkte hast du denn jetzt überhaupt? Wo findet man dich denn da? Also ich habe eine Webseite, da geht es mehr um die Hochzeitspapeterie und um das Corporate Design. Da gibt es aber auch einen Reiter Shop. Da wird man im Moment weitergeleitet zu Etsy. Also ich habe einen Etsy-Shop und der eigene Shop ist noch im Ausbau, im Hintergrund. Da soll es dann irgendwann ein anderes System geben. Aber zurzeit ist Etsy der Ort, wo man die Produkte findet. Sehr gut. Und da heißt du dann Herzblatt Design und deine Website ist herz-blatt.com. Richtig? Genau. Ja. Okay, perfekt. Ja, dann schaut da gerne schon mal rein. Wie ist es denn von deiner Zielgruppe? Also gut, eigentlich ist ja klar, Hochzeit, alle, die sich für Hochzeit interessieren, die sind deine Zielgruppe. Ist es, du hast ja deinen Shop, aber du machst ja auch individuelle Designs. Also wen möchtest du eigentlich ansprechen? Eher, dass man individuelles Design bei dir machen lässt oder dass man aus dem Shop was bestellt? Oder kann man das so gar nicht sagen? Also es gibt da eine große Schnittmenge, weil die Artikel alle oder zum größten Teil individualisierbar sind. Also das heißt, sowohl im Hochzeitspapeterie-Design als auch in den Artikeln im Shop ist es so, dass es schon einen Grundstock gibt, mit dem man arbeiten kann und den dann individualisieren lassen kann. Es ist aber auch so, wenn jetzt jemand kommt und sagt, wir haben uns auf den Malediven, weiß ich nicht, irgendwo kennengelernt und wir sind beide leidenschaftliche Taucher, aber meine Frau ist Reiterin und wir wollen das irgendwie in unsere Einladungskarte bringen, oder wir haben jetzt voll die Location, die keiner hat und irgendwie soll das wiedergespiegelt werden, dann bin ich natürlich auch da eben diese Individualität rüberzubringen, dass man dann seine ganz besondere Einladungskarten hat. Mhm. Also so teilt sich das auf und ja, die Zielgruppe ist überwiegend weiblich, von, ich würde sagen, startet so in den 20ern bis in die mittleren 30er rein. Wenn ich meine Auswertungen angucke, sind wirklich kaum Männer dabei, egal über die ganzen Jahre.
Wenn man jetzt mal das Corporate Design für Firmen rauslässt, alles, was Hochzeit und Individualisierung und Geschenke angeht, ist halt ein weibliches Thema. Und wenn ich da mit meinem Mann drüber rede, dann winkt er auch immer ab und sagt, das ist euer Frauending, da kann ich überhaupt nichts sagen. Ja, die müssen aber ja natürlich auch ihr Go geben, sozusagen. Aber ja, meistens machen wir das. Also ich bin nicht verheiratet, deshalb kenne ich mich in diesem Prozess nicht so gut aus. Aber ich glaube, ja, also da ist man sehr, sehr viel am Gucken und vor allem Pinterest ist da natürlich auch eine sehr, sehr gute Plattform. Genau. Also bei mir ist jetzt 10 Jahre her, dass ich geheiratet habe und ich weiß sogar, ich habe damals schon Pinterest genutzt, um eben nach Brautfrisuren zu gucken, weil wir so ein bisschen, also das, was jetzt vor 5 Jahren in war, das wollte ich vor 10 Jahren haben und das war leider nur auf amerikanischen Seiten zu finden. Und da war das einfacher, aber Pinterest bestimmte Bilder zu finden. Ich habe auch noch meine alten Pinboards, die habe ich nie weggeworfen, die sind verschlüsselt und manchmal gucke ich da rein und denke so witzig irgendwie, dass es die noch gibt. Ja, hat sich zum Glück alles ein bisschen weiterentwickelt, dass es einfacher ist, den Content zu finden auch. Und das Ja. auch, wir hatten ja auch mal eine Zeit lang so ein bisschen Spam-Problem, dass man irgendwo raufgeklickt hat und dann ist man auf einer Spam-Seite gelandet. Das ist auch alles, finde ich, jetzt eigentlich so gar nicht mehr der Fall. Also da geben die sich schon echt Mühe, dass man eine gute Ja. Journey auch hat, ne? Also du hattest mir vorher deine Fragen geschickt. Und bei dir geht es, so wie ich es verstanden habe, du kannst gleich gerne auch nochmal ergänzen, dass es halt ja um das Profil, um die Profileinrichtung auch geht, also vor allem die Pinnwandstruktur. Da können wir nochmal im Detail drüber sprechen. Und da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also da sollten wir auf jeden Fall was dran machen, an der Pinnwandstruktur, also die Benennung der Pinnwände. Dann können wir auch nochmal kurz eben über die Ads sprechen. Du hast ja auch schon Ads geschaltet und ja, nochmals über die KPIs, so Kennzahlen, ne? Wo sehe ich was und so weiter. Und warum gibt es auch Pin-Leichen? Warum gehen manche Pins viral und warum gibt es Pin-Leichen? Genau, das waren, glaube ich, die Hauptthemen. Und dann hattest du eben noch eine Frage gestellt, wo du sagtest, dass da solche Bubbles auf deinen Pins drauf sind, ne? Vielleicht sagst du da nochmal kurz was dazu, was du da meintest. Ja, also bevor ich jetzt, ich glaube, im Oktober angefangen habe, so ein bisschen wieder mehr auf Pinterest zu machen und mich zu beschäftigen, habe ich mal durchgeguckt, wie sehen deine Sachen überhaupt aus, was ist da los und habe mich mal durch meine Pins geklickt, auch um da nochmal neue ja, Schlagwörter und Überschriften zu hinterlegen, habe gesehen, da sind so weiße Bubbles drauf, die irgendwie wabern. Das war jetzt von meiner Webseite eine Tischdeko aus einem Style-Shooting und dachte so, was ist das denn? Und habe da drauf geklickt und dann wurden einem ganz viele Teelichtgläser, also da stand dann irgendwie schöne Teelichtgläser angezeigt, die man dann auf anderen Webseiten kaufen konnte. Und ich gedacht habe, das finde ich jetzt aber nicht so schön, wenn das mein Foto ist und vielleicht ja auch die Dekoartikel von einer Weddingplanerin oder Dekorateurin, die ja auch über die Bilder dann eben ihre Kunden erreichen will. Und dann kann man die Gläser, hat er sich, glaube ich, über eine KI rausgesucht, waren genau die Gläser, die da angezeigt wurden, die man dann irgendwo kaufen konnte. Ja. Also das macht Pinterest. Das hat jetzt nicht irgendjemand anders gemacht, sondern das läuft über Pinterest selber. Und ich kann total verstehen, wenn man dann jetzt ein eigenes Produkt eigentlich auf diesem Pin hat und der verlinkt dann zu irgendwelchen anderen Produkten, ist natürlich nicht ideal. Ich glaube, Pinterest hat es auch gemacht, um noch ein besseres Shopping- und Nutzererlebnis zu haben, weil häufig ist es ja nun mal so, dass ich tolle Sachen auf einem Bild sehe. Und ich finde es aber nicht zum Shoppen, weil es zum Beispiel nicht in dem Shop dieses Anbieters auch zu finden ist. Und deshalb haben die das so, ich glaube, vielleicht seit einem halben Jahr gibt es, glaube ich, die Funktion, dass er das selber erkennt. Und dann kann man darauf klicken auf diese weißen Punkte. Und dann sieht man, welche Produkte gibt es im Pinterest-Universum, die so aussehen. Also in dem Rahmen von der User Journey her ist es eigentlich cool, wenn ich jetzt wirklich aufs Nutzersicht gucke, ne? Ja. Ist halt Pinterest Hauptziel, darf man auch immer nicht vergessen. Was man aber natürlich machen kann, wenn du jetzt wirklich Produkte hast, die du in deinem Shop hast, oder man könnte es eigentlich auch mit Affiliate-Links machen zum Beispiel, dann kannst du Produkt-Tagging machen. Dann kannst du mit der Shopping-Funktion, hast du das schon mal gemacht, dass du Produkte tagst, die auf deinem Pin zu finden sind? Also da ich ja nur einen Etsy-Shop habe, ich glaube, mein Etsy-Shop ist noch verlinkt mit Pinterest. Da hatte ich euch, glaube ich, auch mal geschrieben, das ging irgendwie eine Zeit lang nicht mehr, aber ich habe dann festgestellt, oder es geht im Moment nicht, ich habe aber festgestellt, ich bin verlinkt. Also er merkt auch, ich sehe dann auch die Klickzahlen und wie bei meiner Webseite. Aber ich habe es zum Beispiel noch nicht geschafft, direkt ein Produkt oder wenn jetzt zum Beispiel zwei, drei Produkte auf einem Foto sind, die ich in meinem Shop habe, zu sagen, hier ist der Bubble dafür und da der Bubble dafür.
Das habe ich noch nicht gefunden und war mir auch nicht sicher, ob irgendwas vielleicht falsch verknüpft ist, irgendwelche API-Sachen oder so. Okay. Kannst du machen, selbst wenn du deinen Shop nicht bei Pinterest integriert hast, geht sogar relativ easy, muss man halt händisch machen. Gehen wir gleich drauf ein. Ja, Ja. jetzt würde ich gerne einmal so für die Leute, die jetzt dein Profil jetzt auch nicht sehen, einmal nochmal kurz über deinen Status quo sprechen. Also bei Pinterest hast du 233 Follower, 46.000 monatliche Aufrufe und ganze 50 Pinnwände. Also du hast einiges gemacht. Du hast auch über 1.600 Pins schon auf deinem Profil gemerkt. So, das heißt, wie lange bist du jetzt schon aktiv und wie aktiv bist du? Also pinnst du regelmäßig oder hast du es gemacht und hast dann eine Pause gemacht? Ja. Also Pinterest habe ich bis vor, ich glaube vor 2, 3 Jahren habe ich das Unternehmensprofil angeschaltet sozusagen, habe es vorher als normaler Pinterest-User genutzt und habe es eigentlich auch selber eher als Tool, als Werkzeug genutzt. Eben wie gesagt, ich glaube, angefangen hat es damals mit unserer Hochzeit vor 10 Jahren. Habe es dann auch mehr genutzt, wenn ich mit Kolleginnen so Style-Shoots ins Leben gerufen habe, dass wir dann so eine Gruppenpinnwand hatten, die aber dann auch gesperrt war, weil ja keiner gucken sollte, was wir uns da jetzt gerade ausdenken. Bis dahin war es eher immer Tool und dann hatte ich mit einer Kollegin irgendwann mal gesprochen, die meinte so, ja, man muss jeden Tag irgendwie was pinnen und am besten dann immer noch mal einen von Instagram und von hier und von da. Und dann habe ich das eher wie so ein Portfolio gesehen. Also es sind ja die Seiten oder die Pinboards sind ja immer einzeln nach Thema. Also es ist jetzt nicht das Thema Hochzeitseinladung, sondern diese Style-Shootings sind nach Thema geordnet, wo ich mir auch schon gedacht habe, wahrscheinlich macht das gar nicht so viel Sinn. Wahrscheinlich sollte ich die eigentlich für Style-Shooting oder Inspiration in ein Board packen, weil mich das auch total überfordert, wenn ich selber auf mein Profil gehe, wenn ich irgendein Board suche. Dass ich das dann schon gar nicht finde, weil, wie du sagst, die Benennung ist SEO-mäßig, das weiß ich selber, weil ich ja auch mit Internet zu tun habe und Webseiten wahrscheinlich überhaupt nicht gut. Das war, um so eine Ordnung zu finden vor 3 Jahren, weil das, ich glaube, das war mal da irgendwie ganz gut, aber jetzt vielleicht auch nicht mehr so. Ja, also auch da wieder so wie die Shopping-Funktion nutzerfreundlich sein sollte aus Pinterest-Sicht sozusagen, ist es beim Profil auch immer so, ne? Also einerseits SEO-optimiert, aber auch, dass man immer im Hinterkopf hat, was ist jetzt die beste User-Journey? So, wie kann ich das zurechtfinden auf dem Pinterest-Profil so gut wie möglich ja, gestatten, ne? Genau, wobei die meisten Leute auch immer gar nicht auf dein Profil kommen, sondern sie kommen ja über deinen Pin auf deine Website oder in deinen Etsy-Shop. Das ist natürlich das Ziel. Aber trotzdem ist es natürlich sinnvoll, ein gutes Profil eingerichtet zu haben, weil das ist die Basis für den Algorithmus. Wenn du deinen Pin auf der passenden Pinnwand pinnst und diese Pinnwand auch noch gute Keywords beinhaltet und diese Keywords auch in diesem Pin zu finden sind, das heißt eine Übereinstimmung zwischen Pinnwand und Pin ist, dann ist es ein Zeichen für den Algorithmus, A, das ist eine gute Qualität, das gehört wirklich thematisch auf diese Pinnwand und somit bekommt dein Profil auch eine bessere Okay. Wertung in dem Sinne, ne? Genau. Und man kann natürlich auch mit Instagram in Kombination arbeiten, wenn du jetzt eine Pinnwand hast, zum Spring-Thema, ne, Paperie, zum Thema irgendwie Frühlingshochzeit oder Winterhochzeit. Dann kannst du natürlich die Pinnwand in deiner Story verlinken. Nee, möchtest du nicht? Nee, die Kaffeemaschine säubert sich gerade im Hintergrund. Ich wusste nicht, wie doll das ankommt. Die macht Ich gerade Lärm. habe gehört, ich habe es dir nur angesehen, deswegen. Hast du das schon mal gemacht, dass du Pinterest-Pinnwände verlinkst in deiner Story, um so die Community auch miteinander zu verbinden, ne? Nee, habe ich noch nicht gemacht, weil ich weiß, also auf Instagram zum Beispiel ist es ja immer ziemlich eingeschränkt mit den Links. Also bis jetzt kann ich Produkte von, also es ist ja mit Facebook gekoppelt, wo wieder Etsy gekoppelt ist. Also wo ich muss die ganzen Etsy-Produkte einzeln bei Facebook eingeben, weil man das ja nicht koppeln kann, weil ich ja keinen eigenen, der eigene Shop noch im Aufbau ist. Später kann sich das ja Ja. Facebook da saugen und deswegen kann ich dann immer nur bestimmte Produkte oder den Shop selbst verlinken. Also ich habe in den Stories, muss mal gucken, wie mein Instagram ist auch
Also ich habe einen Unternehmensaccount bei der Papeterie und ich glaube, der Herzblatt Shop-Account, das ist noch ein Creator-Account, weil ich gucken wollte, wie unterscheiden die sich auch, was habe ich da für Möglichkeiten, was nicht. Beim Creator-Account müsste es ja eigentlich gehen, dass man da auch eine Pinnwand verlinkt. Habe ich aber noch nicht gemacht und auch noch nicht so drüber nachgedacht, vielleicht da eine Inspiration zu geben. Ich dachte eigentlich, dass man das überall machen kann. Immer einen Link hinzufügen. Also im Creator-Account kannst du das auf jeden Fall. Und ich glaube, bei Scanner haben wir auch einen Unternehmensaccount. Und ich glaube, da können wir auch verlinken. Ja. Naja, aber so kann man in die Richtung auch immer denken, um sozusagen die Pinterest-Follower auf Pinterest aufmerksam zu machen und da die Follower zu steigern. Aber gleichzeitig auch einen Mehrwert zu bieten, weil du kannst nicht alles mit Instagram machen, was du aber mit Pinterest kannst. Und so kann man die Vorteile von Pinterest natürlich für deine Instagram-Community mitnutzen. Ne? Ja. Das machen wir mal ganz gerne. Ja, dann würde ich sagen, wir fangen mit den Pins an. Und was für Pin-Formate hast du so bisher genutzt? Also es gibt ja Standard-Pin, Video-Pin, Idea-Pin und Karussell-Pin. Wie bist du damit umgegangen? Also, wie gesagt, im Oktober angefangen. Ich glaube, bis dahin gab es nur Standard-Pins. Dann habe ich auch mal so ein Karussell-Pin ausprobiert, also eben wenn es um ein Produkt ging, was vielleicht aus verschiedenen Perspektiven oder in verschiedenen Farben fotografiert war, dass man einfach nochmal das gesehen, also die Möglichkeit hat, durchzublättern. Video-Pins habe ich auch gemacht und Idea-Pins auch. Davon habe ich auch welche beworben. Ich meine, dass ich die Idea-Pins beworben habe. Also ich habe zwei Werbekampagnen jetzt in den letzten 3 Monaten geschaltet und müsste jetzt nochmal nachgucken. Ich weiß nicht, ob das beides Idea-Pins waren, aber ich glaube ja. Okay, ja, das wäre auf jeden Fall auch nochmal spannend. Weil Idea-Pins, da können wir ja keinen Link platzieren, aber in den Anzeigen können wir es dann eben doch. Und das macht die Idea-Pins dann natürlich schon interessant. Ja, also zu den Karussell-Pins, wenn sich das gut anbietet, ne, dann kann man das auf jeden Fall gut machen, so aus verschiedenen Perspektiven, wie du gesagt hast. Ich würde aber immer gucken, wie viel Aufwand ist es jetzt, meinen Karussell-Pin zu machen. Vor allem, wenn man auch Texte integriert und so weiter. Oder dass man den dann für die Werbeanzeige auch mal nutzt und testet. Für die organische Reichweite ist eigentlich unsere Erfahrung, dass es jetzt nicht unbedingt den Auslöser macht und sehr gute Reichweite erzielt. Und wir wollen ja immer gucken, dass wir effizient arbeiten und das steht meistens nicht im Verhältnis. Na? Ja. Ansonsten von den PIN-Formaten am wichtigsten sind schon die Standard-PINs auch, vor allem für den Traffic. Aber auch die Idea-Pins. Also die Idea-Pins werden einfach gerade gepusht. Das darf man auf jeder Plattform immer gucken, welche Formate sind gerade neu. Wird gepusht von der Plattform, auch wenn es dann vielleicht nicht unbedingt Traffic aufbaut. Trotzdem kannst du deine Marke und deine Reichweite und vor allem den Algorithmus stärken. Und wenn du gute Idea-Pins hast, dann werden deine Standard-Pins vielleicht auch besser ausgespielt und so weiter. Jetzt ist die Frage. Bei den Standard-Pins, arbeitest du da lädst du hauptsächlich die Bilder einfach hoch oder arbeitest du auch hier mit Text auf den Pins? Ich glaube nicht, ne? Hast du irgendwie Designvorlagen, mit denen du arbeitest? Also die Designvorlagen insofern nicht, weil es ja mehr um Produktbilder geht. Also ich habe da gar nicht so viel Text-Content, um jetzt zum Beispiel ja in eurer vorhergehenden Podcast-Folge bei veganen Rezepten. Da muss man ja auch so ein bisschen anteasern und überhaupt erklären, worum es bei dem Foto geht, was man da sieht. Bei mir ist das ja relativ offensichtlich. Also wenn da entweder so ein Produkt steht aus dem Etsy-Shop, wo man sieht, ah ja, das ist individualisiert, oder eben eine Hochzeitseinladungskarte, wo man auch sieht, ja, da ist deutscher Text drauf, dann wird der User meiner Meinung nach schon wissen, so, okay, da ist deutscher Text drauf, das werde ich wahrscheinlich in Deutschland irgendwie kriegen. Da gucke ich jetzt weiter oder klicke ich drauf. Natürlich als Designerin wäre es für mich einfach, da Designvorlagen zu machen, habe mich da aber zurückgehalten, weil gerade finde ich, in der Hochzeitsbranche ist das schöner, wenn das einfach von Bildern lebt und gar nicht so viel noch mehr da drauf ist. Könnte natürlich überlegen, irgendwo ein Wasserzeichen drauf zu machen, was dann ja auch so Branding-mäßig ganz gut wäre, aber ich bin da immer nicht so,
der Fan von. Ich finde, das Foto muss dann für sich auch sprechen, auch gerade von der Fotografie, der Art der Fotografie oder wie gut das Foto aufgebaut ist, mit Objektiv und allem. Wenn das Foto dann schon gut ist, finde ich, braucht man da gar nicht mehr so viel drauf machen. Das stimmt, vor allem, weil die Pinterest-Zielgruppe auch eine sehr visuelle Zielgruppe eben ist, die sich auch schöne Pins merken, vor allem in der Hochzeitsbranche. Und da hast du auch wirklich super gutes Bildmaterial, was für sich einfach schon gut spricht. Und ich glaube, das sind auch Sachen, die man sich auch gerne merkt, oder? Also wahrscheinlich werden die auch. Ja, also da geht es auch so drum, dass man, also selbst wenn jetzt jemand sagt, er merkt sich die Tischdeko, ich habe ja dann auch nicht wirklich nicht nur Papeterie drin. Es geht mir dann auch immer ums Konzept und dass Bräute so ein ganzheitliches Konzept sehen, was ja auch der Sinn eines solchen Style-Shootings ist. Und deswegen auch die anderen Fotos auf meinem Pinboard und nicht wirklich nur Papeterie oder ein Tischplan oder sowas, sondern dass dann die Braut sieht, ach ja, das kann man noch so weiterspinnen oder das kann man noch so ausbauen oder die Idee noch findet. Das ist eigentlich so das. Und ja, ich finde es selber auch immer, ich weiß nicht, ob ich da vorbelastet bin als Grafikdesignerin, nicht so schön, wenn ich in meiner Suche, in meinem Homefeed so viel Text und so viele unterschiedliche Gestaltungen von unterschiedlichen Creatern oder Unternehmen habe, sondern ich lasse dann lieber das Foto auf mich wirken, weil ich finde, Pinterest sucht es dann schon so schön raus, dass man da einfach so durchfliegt und es sieht gut aus, dass ich selber da gar nicht so viel Text und Content haben will. Wenn das jetzt so ein Ideapin ist, der dazwischen ist und sich bewegt und da ist Text drauf, dann finde ich das ganz gut und das holt einen auch so raus aus dieser Fotowelt, dass man da hinguckt. Aber wie gesagt, deswegen habe ich jetzt mit Designvorlagen bis auf dieses Deckblatt oder dieses Cover, was ich da jetzt immer bei den einzelnen Boards drin habe, gar nicht gearbeitet. Ja, also jeder ist unterschiedlich, ne? Und manche reagieren dann vielleicht eher auf Text. Vor allem, hast du mal eine Keyword-Recherche gemacht für Pinterest? Nee, von Pinterest noch nicht. Also bei Etsy, ja, da bin ich auch schon so ein bisschen tiefer in diese ganze Statistik- und Keyword-Sache eingetaucht. Bei Pinterest ist es jetzt so, dass sich das ja so ein bisschen gerade umformiert, weil ich früher immer von der Webseite die ganzen Shootings gepinnt habe und jetzt durchmischt sich das ja auch so ein bisschen mit den Produkten aus dem Shop. Und mit Corporate Design habe ich jetzt noch nicht angefangen, das zu, ja, da noch mit reinzunehmen. Weil ich auch nicht weiß, ob sich das gegenseitig vielleicht so ein bisschen hakt oder ob da ein zweites Profil dann irgendwie Sinn macht, habe ich erstmal an der Stelle gelassen. Ja, ich meine, thematisch passt es ja trotzdem gut zusammen, ne? Deshalb finde ich jetzt nicht. Ja, richtet sich ja auch an die Hochzeitsbranche. Also das ist halt ganz viel dann auch Kollegen aus der Hochzeitsbranche, die dann ihr Corporate Design machen lassen, wo dann eigentlich die Schnittmenge auch wieder da ist. Also könnte man es eigentlich mit da reinnehmen. Der Fokus liegt aber ja trotzdem eben auf den Hochzeitsthemen und das würde ich auch so machen. Genau. Genau. Also überleg dir gerne nochmal, ob du vielleicht doch ein paar Pins auch mal mit Text machst. Kannst du ja ausprobieren. Das ist ja das Schöne, dass man nicht diesen perfekten Feed wie bei Instagram haben muss, sondern du kannst wirklich die Varianz spielen lassen, weil jeder hat unterschiedliche Bedürfnisse sozusagen. Und wenn ich jetzt in die Suchfunktion eingebe, was gibt es für ein Design? Zum Beispiel Maurizio Style oder sowas. Gibt es irgendwie, würde so ein Design heißen, was jetzt inspiriert ist von irgendwas? Weiß ich nicht, Palm Wedding, Green Wedding, Palmblatt. Ja. Manchmal ist es ja auch was ganz anderes, irgendwie wie man selber eingegeben hätte, wo ich mir dann auch denke, so, ja, also ich sehe es dann jetzt immer bei Etsy, wie Leute, was, wie rum sie das eingeben, wo ich denke, so, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Ja. Und deshalb macht es Sinn, genau diese Sachen auch mal auf den Pin drauf zu schreiben, weil wenn ich jetzt suche nach Palm-Wedding- oder Hochzeitskarten-Einladungskarten, und dann steht es auf dem Pin, dann klicke ich ja eher darauf, weil es genau mein Bedürfnis befriedigt. Genau. Das ist natürlich auch bei den Hochzeitskarten. Du hast ja auch immer ganz tolles Bildmaterial, aber manchmal sieht man das im kleinen Feed gar nicht so gut, weil dann liegen da mehrere Karten nebeneinander und ich sehe aber dieses Palmmotiv vielleicht gar nicht, ne? Also einerseits auch mit Close-up-Fotos zu arbeiten, wo man dann wirklich auch, ne, also, aber hast du wahrscheinlich, Ja. dass man das Ja, Design. das ist immer so, dass wenn man so ein Shooting macht, dann kriegt man immer Flatlays oder so ein paar Fotos, wo dann irgendwas anderes im Fokus ist. Und also ich habe
super Fotografen im Bekanntenkreis und so, da, die wissen schon, was man da braucht. Aber es ist ganz oft so, dass von Shootings irgendwie was zurückkommt, wo man jetzt keine closen Aufnahmen hat, wo die Papeterie nur so Beiwerk ist und wo man dann denkt so, oh Mann. So, ja. Ja, und weil das wäre dann natürlich schon auch mal ganz schön, weil es geht ja um das Design der Karte, ne? Und das Genau. muss man sehen. Und wenn man es nicht sieht, dann hilft man halt mit einem Text nochmal auf die Sprünge. Oder dass du halt wirklich nochmal überlegst, okay, was ist jetzt das Besondere? Was unterscheidet dich zu anderen Kartenanbietern oder Papeterieanbietern? Zum Beispiel, dass man jetzt auf den Pin schreibt, individuelles Design, ne? Also lass dir deine Ja. individuell designen und jetzt nicht aus dem Etsy-Shop zum Beispiel, kann man ja auch, aber für manche ist es wichtig. Oder Hochzeitskarten, wie du sie noch nie gesehen hast oder noch auf keiner anderen Hochzeit gesehen hast. Irgendwie so, ne? Was sind so die Bedürfnisse und wie kann man die Leute ansprechen? Dann kannst du einfach testen, wie kommt es an, ne? Genau. Und das würde ich auch bei den Idea-Pins machen. Also da kannst du auch Texte mit integrieren. Also das Wichtigste ist auch immer so ein gutes Coverbild bei den Idea-Pins. Du hast ja auch schon ein paar gemacht. Da hast du ja auch was zu den Weihnachtskugeln und so, also auch so zu diesen Geschenkartikeln und Dekoartikeln und so. Ich glaube, ich würde bei dir tatsächlich den Fokus bei den Idea-Pins, wenn du da schon die Zeit rein investierst, eher auf die Hochzeitsprodukte und auf die Karten. Ja, Ja, wie das siehst ist auch saisonal. Also es ist, Weihnachten läuft halt nicht viel Hochzeit, weil da alle dieses Weihnachtsding im Kopf haben. Dann ist es so ganz witzig, sofort nach Weihnachten fangen die Hochzeitsartikel wieder super anzulaufen, weil sich ja ganz viel unter Weihnachtsbaum verloben. Und dann drehen die Bräute durch und denken so, ah, jetzt gucke ich. Also es werden jetzt zum Beispiel bei mir ganz viele Eheversprechen und schon Schild, einer hat schon ein Schild für ihre Hochzeit im Juni gekauft. Das fängt sofort nach Weihnachten, fängt das an. Also jetzt in über fast 10 Jahren Hochzeitspapeterie ist das immer so zu merken, mal mehr, mal weniger. Und deswegen ist es dann immer saisonal so getaktet, weil Weihnachten halt echt nichts Hochzeitmäßiges läuft. Ist das dann jetzt, weil ich ja im Oktober angefangen habe mit den Idea-Pins, waren das jetzt so die ersten, die ich rausgehauen habe, sozusagen, wird jetzt aber dann auch mehr, jetzt habe ich ja, glaube ich, Save-the-Date-Karten auch ein Idea-Pin gemacht. Jetzt geht es halt wieder mehr in die Hochzeitsrichtung. Ja, das ist cool und das würde ich auch machen und da den Fokus drauf setzen und du hast ja Material und dann sind manche aufwendiger, manche sind weniger aufwendig. Das kann man bei dir auch gut machen, dass man kann auch immer gut mit Zahlen arbeiten. Also zum Beispiel fünf Gestaltungsideen für deine Hochzeit im Boho-Stil oder im Green-Stil oder wie auch immer, ne, dass man so diese Aufzählungen hat, das funktioniert ganz gut. Oder was du ja auch gemacht hast, ist eben diese Close-Ups zu zeigen, aber auch den Herstellungsprozess zu zeigen. Das fand ich auch eine schöne Idee. Genau. Man weiß, wo das herkommt, dass es wirklich bei euch dann auch produziert ist, ne? Ja, das ist auch eine Veredelungsart, jetzt diese Heißfolienprägung, die es in verschiedenen Herstellungsprozessen gibt. Und da sind manche eben halt hochwertiger und manche einfacher. Es war eben halt auch, um zu zeigen, also hier wird es wirklich geprägt, dann ist jetzt nicht so eine flache Folie. Und ich glaube, das ist auch, also ich hänge auch immer an solchen Videos, wenn irgendwer was produziert, ob das jetzt TikTok oder Instagram ist. Das fesselt einen irgendwie. Früher, mein Mann lacht immer, sag mal, früher wie als Kind, wenn man vor der Waschmaschine gesessen hat und da reingeguckt hat, der sagt, habe ich nie gemacht, aber ich so, okay, vielleicht war das nur mein Ding. Ja, manche Videos, es gibt ja auch solche Satisfying-Videos, wo man einfach nur zuguckt, weil das irgendwie meditativ oder keine Ahnung, interessant Ja, ist. irgendwelcher Schleim oder so, die guckt mein Sohn immer, wo ich mal denke, so, hey. Ja, gibt schon verrückte Sachen. Genau, aber so in die Richtung ist auf jeden Fall super zu gehen. Ich würde auch noch, also ich bin ja schon ein Fan von Branding auf den Pins. Also auch wenn du deine Standard-Pins hochlädst, vielleicht schon das Logo integrieren oder deine URL unten, weil viele Ja. merken sich das auch einfach nur. Und die sehen gar nicht, wenn jetzt ich nach etwas suche, nach einem Suchbegriff, nach Hochzeitskarten, und 15 von diesen Pins, die mir angezeigt werden, sind von dir und 10 sind von irgendwelchen anderen, dann würde mir nicht auffallen, dass du eine große Mehrheit deiner Pins angezeigt werden, sozusagen. Stimmt. So habe ich noch gar nicht gedacht, aber es ist ja auch das Gesetz der Wiederholung, wenn man so an Seitenbacher denkt.
Darauf schwört mein Also, Freund auch, auf das Gesetz der Wiederholung, ja. ja, genau. Nee, macht da an der Stelle wirklich Sinn, habe ich auch schon drüber nachgedacht und weiß ich ja natürlich irgendwie auch als Direktorin und Werbehase, aber ich denke dann immer so, ha, kneift es jetzt überall drauf, aber es ist, macht natürlich Sinn, also. Du willst ja in Verbindung gebracht werden. Und wenn ich mir nur das Bild merke, weil ich es schön finde, Weiß keiner, dass es von mir kommt. Ja. das bringt dir überhaupt nichts. Und selbst wenn die dann vielleicht einen Monat später nochmal gucken und denken, hey, irgendwie kommt mir das Design bekannt vor, dann klicken sie eher auf den Pin, weil sie schon mal eine positive Erfahrung mit dir gemacht haben. Ja, falls jetzt komische Geräusche kommen, die Katze möchte rein und fressen. Der sitzt schon vor der Tür. Ich muss ihn leider mal kurz Lass reinlassen. sie schnell rein. Die gute Katze. So. Tür ist offen. Genau, und das würde ich auch bei den Ideapins machen, dass du da auch das Logo mit integrierst, dass du dadurch, dass man ja kaum Website-Besucher bekommt über die Ideapins, würde ich dann auf Interaktionen setzen, zum Beispiel, dass man dann am Ende auch nochmal eine Call-to-Action-Seite integriert und sagt, hier individualisierte Papeterie bekommst du hier, bei Herzblatt-Design zum Beispiel. Oder ich hatte jetzt bei einer anderen Anzeige gesehen, gratis Muster. Ich glaube, das bietest du nicht an, ne? Nee, ich habe soweit keine Freebies, weil ich immer am Überlegen bin, was bringt denn wem was und weil die Zielgruppe der Hochzeitspapeterie bei mir gar nicht so die DIY-Bastelbräute sind. Das sind so eher die, die sich einen Weddingplaner nehmen und sagen, komm, lass mich in Ruhe, soll hinterher einfach schick sein und hochwertig und ich möchte auch gar nicht selber basteln. So, deswegen habe ich da gedacht, so nee, da macht so ein Freebie oder so ein DIY-Ding. Jetzt, man könnte ja machen, hier Freudentränen, Banderolen zum Ausschneiden und selber kleben oder so. Ne? Das ist auch kein Aufwand und wird mir auch nicht wehtun, aber da denke ich immer so, okay, ob das jetzt wirklich dann so gut läuft oder für die ein Mehrwert ist, könnte man natürlich versuchen, mal um einfach zu gucken, wie es läuft. Arbeitest du mit Beratungsgesprächen oder ist es eigentlich eher per E-Mail oder bestehen die Leute direkt per Etsy oder? Also es ist eher entweder über Wedding Planner, die machen dann auch viel schon in der Beratung. Das ist dann nochmal so eine Schnittstelle. Dann können die Paare auch entscheiden, ob sie das jetzt eher mit dem Wedding Planner alles absprechen und ich dann mit dem Wedding Planner, hat man nochmal so eine Schnittstelle dazwischen. Es gibt auch Wedding Planner, die reichen die Paare dann komplett weiter und sagen, sprecht ihr das ab? Ist vielleicht nur eine Störquelle, wenn man dazwischen hängt und irgendwie was nicht richtig weitergibt. Und dann gibt es eben die Paare, die sich bei mir melden und dann aber schon auch ein Beratungsgespräch hier haben. Also bei den individuellen Sachen ist es doch schon eher regional. Es gibt aber auch Paare, die irgendwas gesehen haben, irgendwo und aus Süddeutschland kommen und sagen, das fanden wir so toll, wir machen das jetzt hier alles über E-Mail und vielleicht auch zwei, drei Sachen per Post hinterher schicken. Da wird dann aber auch geskypt oder telefoniert. Also es ist bei den individuellen Sachen, stehe ich schon mit den Paaren oder mit den Bräuten sehr im Kontakt oder engen Kontakt. Ja, weil man kann natürlich überlegen, ob man auch einen Pin gestalten möchte, individualisierte Papeterie, jetzt kostenlos beraten lassen zum Beispiel und dann aufs Kontaktformular, wenn du es möchtest, ne? Könnte man natürlich auch machen. Genau. Ja, also zu den Pins, Branding, Call to Action integrieren, so Interaktionen. Ich würde auch noch ein paar mehr Text integrieren. Mach auf jeden Fall eine Ja. Recherche zu deinen wichtigsten Keywords und manchmal kommen da spannende Sachen bei raus und das kannst du auf deinen Pins integrieren und generell dein SEO damit optimieren. Darüber sprechen wir gleich aber auch nochmal. Genau. Logo oder URL kannst du integrieren. Genau. Und du könntest eventuell auch mal, das geht zum Beispiel für Ads auch ganz gut, dass man dann auch einen Pin hat, wo dann steht eben Papeterie oder Hochzeitskarten oder wie auch immer. Und dann schreibst du drei besondere Merkmale auf, was deine Sachen besonders machen. Zum Beispiel, ne, was eben hochwertiges Veredelungsverfahren und so weiter. Das Ja. ein bisschen hervorhebt. Genau. Genau, man kann auch, was auch immer, glaube ich, gut ist, jetzt so gerade in der Starterphase, wo warum eine Save-the-Date-Karte oder sowas, ne? Also, was sind da die Vorteile, warum sollte man das machen? Ja. Sowas könnte man dann jetzt auch nochmal. Ja. Oder eine Infografik. Infografiken, die können auch viral gehen, kommt immer drauf an, was irgendwie zu deiner Zielgruppe passt, ne, zum Hochzeitsthema.
Zum Beispiel, diese Sachen brauchst du als Papeterie oder diese Drucksachen brauchst du für deine Hochzeit, so eine Checkliste, weil manchmal denkt man vielleicht gar nicht an bestimmte Sachen irgendwie oder wie so ein Schild oder ne, was auch immer. Ja. Also was auch ganz witzig ist immer, ist, dass die meisten Paare genauso viele Danksagungen wie Einladungen bestellen. Das macht aber keinen Sinn, weil ja viel mehr Leute schenken. Also es schenken ja Freunde, Verwandte, Vereine. Du brauchst ja viel mehr Danksagungen, als du Gäste einlädst. Das steht dann schon immer auf dem Fragebogen, wo ich dann schon immer so um die 10% hochrechne. Also Ja. das ist dann vielleicht auch noch so ein Fun-Fact irgendwie, ne, den man dann reinbringen kann. Oh, das kann man ja auch machen. Und dann brauchst du vielleicht, und da steht dann der Text im Vordergrund, da sieht man vielleicht gar nicht viel von dem Bildmaterial. Dann machst du nur einen Pin mit Fun Fact oder ne, Tipp, Hochzeitstipps und so weiter. Als du gerade gesagt hast, habe ich auch gedacht, ja, okay, warum jetzt? Keine Ahnung. Macht Sinn. Ja, definitiv. Nach der Ja. Hochzeit dann, genau. Genau, und zu den Shopping-Pins wollte ich dir auch noch was sagen. Und das passt Ja. vielleicht auch total gut, wenn du jetzt auf einem Bild hast du vielleicht mehrere Produkte, hast du vielleicht eine Karte und noch ein Namensschild oder, ne, oder Tischnummern und so weiter. Und dann kannst du, es geht aber nur, wenn du die Pins in Pinterest hochlädst. Und dann kannst du ja einen Pin erstellen, dann lädst du dir das Bild hoch, fügst die Texte hinzu, die URL. Und dann gibt es auf dem Pin gibt es dann ein kleines Symbol, was wie so ein Preistag aussieht, wie so ein Shoppingzeichen. Und wenn du darauf klickst, kannst du Produkte hinzufügen und dann gehst du einfach, dann kann man einerseits aus dem Katalog hinzufügen, hast du aber nicht. Und dann gibt es oben noch den Menüpunkt URL und da gehst du dann einfach in deinen Etsy-Shop, nimmst dann die URL des Produktes, fügst sie hinzu, drückst auf Enter. Dann zieht er automatisch die Bilder von der Etsy-Seite und dann kannst du ein Bild auswählen, was du davon anzeigen lassen möchtest. Und dann machst du diesen Prozess jetzt nochmal und nimmst das nächste Produkt, was auf dem Bild zu sehen ist, bis du zum Beispiel deine 5 Produkte hast. Und die sind dann verlinkt und sieht man dann eben auch rechts daneben im Bild. Ah, okay. Ich würde es jetzt nicht bei allen Pins machen, weil dafür ist es zu zeitintensiv. Aber wenn du wichtige hast oder vor allem, wenn du sie bewerben möchtest, macht es Sinn, das zu machen. Und dann werden die Pins, also hättest du jetzt vorher einfach so ein 2 zu 3, so ein Hochformatbild gehabt, dann werden da unten drunter, dann wie im Collagenstil, 3 dieser Produkte nebeneinander angezeigt. Das heißt, das Pin-Format im Feed wird sich auch verändern, optisch gesehen. Ja. Ja. Ja, das kannst du auf jeden Fall auch noch machen. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen rüber zu deinem Profil mit deinen Pinnwänden. Hast du noch Fragen zu den Pins? Nee, das war jetzt schon sehr hilfreich mit dieser Shop-Geschichte, weil ich mich, wenn man wieder so einen Katalog machen muss, wie bei Facebook, weil ich dachte, das lasse ich jetzt erstmal, weil ich ja gerade dabei bin, einen eigenen Shop bei einem Shop-System quasi, und dann muss man wieder alles neu verknüpfen. Dann habe ich, also wenn das so funktioniert, ist das schon mal gut. Ich habe auch gesehen, das wäre jetzt noch die Frage, ich kann ja hinterher auch Pins, wo ich schon eine URL eingegeben habe, die URL ändern, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel von Also meinen Etsy-Shop werde ich vielleicht behalten und den ein bisschen ausdünnen, ne? Aber dann, wenn der eigene Shop fertig ist und da ist, dann kann ich eben halt auch sagen, wenn ich jetzt nicht möchte, dass die Leute über Etsy kaufen, weil ich da ja auch Gebühren zahle oder noch andere Dinge, dann kann ich ja die URL auch ändern auf das gleiche Produkt, nur in meinem anderen Shop. Das glaub ich, funktioniert, so wie ich das gesehen habe, und fand ich eigentlich sehr sympathisch, weil ja sonst immer alles in Stein gemeißelt ist, was man irgendwo Ja, hochgeladen hat. das kannst du machen. Aufpassen muss man da dann nur, wenn man jetzt einen Pin auf mehrere Pinnwände teilt, dann erkennt er ja auch, dass das ein Original-Pin ist und die anderen sind ja nur Kopien sozusagen. Und du kannst die URL nur bei dem Original-Pin ändern. Okay. Also das heißt, wenn jetzt eine Braut das schon in ihre Pinnwand gepackt hat und sich gemerkt hat für, weiß nicht was, ihre Hochzeit in 3 Monaten, dann ist der Link da nicht geändert. Ehrlich gesagt gar nicht, ob der sich da dann nicht ändert. Ich glaube schon. Aber das kann sein, dass du deinen PIN findest, willst die URL ändern, geht aber nicht. Dann musst du den Ursprungspin finden auf deiner PIN-Wand. Und da kannst Ja. du ändern. Da würde ich aber auch gucken, also da würde ich am ehesten in meine Statistiken gehen. Guckst du, welche Pins hatten jetzt in dem letzten halben Jahr die meisten Website-Aufrufe, da geht es ja auch Impressionen und so ist alles egal. Es geht ja nur um Website-Besucher. Und
Die wählst du aus, wo du die URL änderst. Alles andere ist Ja, so Zeitinvestitionen nicht gerechtfertigt. Ja, okay, macht Sinn. ja, genau. Super. Genau, also dann einmal rüber zu deinem Profil. Jetzt zieht sich das Thema SEO halt auch wieder durch, mach deine Keyword-Recherche und dann kannst du gerne noch mehr Keywords integrieren. Also dein Profilname heißt einfach Herzblatt Design. Man könnte den Namen auch schon Keyword optimieren, dass man einfach noch einen Trennstrich am Ende hintermacht und dann schreibst du dahinter zum Beispiel dein wichtigstes Keyword. Und wenn du sagst, du willst den Fokus auf Hochzeitspapeterie setzen, dann setzt du das dahinter. Weil, wenn ich jetzt Hochzeitspapeterie eingebe als Nutzer und dann werden mir nicht nur ja, also Longtail-Keywords vorgeschlagen, sondern auch Profile, die dieses Keyword im Namen tragen. Und so können Ja. die auch auf dich aufmerksam werden. Und dann kannst du auch in deiner Profilbeschreibung kannst du auch noch mehr Keywords einbinden. Also du hast da jetzt stehen, Designerin Melina entwirft hochwertige individuelle Hochzeitspapeterie und personalisierte Dekoartikel. Ebenso individuell wie einzigartig ihr Personal Brand Designs. Also da sind auf jeden Fall Keywords drinne. Ich glaube, du hattest es auch geschrieben, als die Profilbeschreibung noch auf die Zeichen, ich glaube 160 Zeichen begrenzt war. Mittlerweile kann man viel mehr Zeichen integrieren und deshalb kannst du auch mehr Keywords, wie zum Beispiel Hochzeitskarten, Tischnummern, also alles, was dazugehört, würde ich damit reinnehmen. Das ja, kann sein, dass die Beschreibung hört sich, also ich meine, dass ich auch gedacht habe, so, oh, das ist aber wenig für eine Beschreibung. Genau. Ja, jetzt kannst du dich austoben, kannst du nochmal. Na. Ja. Theoretisch, also sollte man auch jede Pinnwandbeschreibung auch nochmal optimieren. Die hast du immer sehr kurz und knapp, die eigentlich ein bisschen länger. Ich glaube, du kannst deine Pinnwände aber auch nochmal aussortieren. Du hast 50 Stück und dass man da, also wenn wir jetzt ein Profil neu aufbauen, dann starten wir so mit 10 bis 15 Pinnwänden. Dann bauen die sich ja manchmal nach und nach weiter auf. Aber ich würde schon fast sagen, dass 20, 30 Pinnwände bei dir reichen. Da müsste man nochmal. Ja, da kann man auch welche zusammenpacken. Ich glaube, wenn da jetzt so ein Boho-Moho-Shooting ist, was so thematisch zu einer Braut passt, die eben jetzt so Boho-Kram sucht, sage ich mal, dann hat die da auch alles gleich drin. Also da sind, wie gesagt, war das bis jetzt immer jedes Shooting, die kann man aber auch zusammendampfen dann. Ja. Genau, das würde ich machen, weil eine Pinnwand sollte nicht zu wenig Pins enthalten, also immer nur, wenn ich dazu genug Content habe und eigentlich auch, wenn ich diese Pinnwand zukünftig auch noch weiter fülle. Und wenn ich jetzt eine Pinnwand nur für ein Fotoshooting mache und das findet nie wieder statt, dann liegt diese Pinnwand brach. Deshalb das so strukturieren, dass sie auch immer mal wieder neue Pin reingehen kann. Ne? Ja. Genau. Und da dann bei den Namen auch, also wenn ich jetzt mal in eine reingehe, also die heißt dann immer HB für Herzblatt, zwei Striche, Ja. Herz minus Blatt minus Shop und dann zwei Striche Etsy, also wäre jetzt diese Pinnwand, ne? Also du hast dann immer dein HB, dann hast du das Thema, nee, warte, wie ist die Struktur? HB und Es Dann das Übergeordnete, also entweder Inspiration, Shooting oder Etsy, und dann kommt immer das, worum es geht. Also bei Shooting kommt dann nochmal Doppelstrich Boho-Shooting oder Rainbow-Shooting, und bei das ist dann, ja genau, Shooting und Inspiration ist dann zum Beispiel auch, wenn ich eine Pinnwand, wo Fremdpins drin sind, wo ich dann auch Ideen sammel, die ein Hochzeitsthema angehen. ja, würde ich einfach genau andersrum machen. Also, Ja, genau. das Habe ich, glaube ich, auch geschrieben in meiner Frage. Macht genau. keinen Sinn, weil ich dann auch selber immer nur sehe HB-Inspiration, und den Rest sehe ich dann selbst in meinem Feed ja gar nicht mehr und denke mir so, ha, was war denn das jetzt? Also da habe ich schon gemerkt, ich wollte es vor unserem Gespräch jetzt nicht ändern und ummauscheln, aber das war mir schon klar, dass es das wahrscheinlich nicht so viel Sinn macht. Dass ich gedacht habe, ich schaffe da Ordnung, und eigentlich habe ich genau das Gegenteil damit bewirkt. Ja. Mach es andersrum, setz es da vorne. Fokus auf deutsche Keywords. Genau. Und du kannst das HB mit reinmachen, muss man jetzt nicht. Oder die Oberkategorie, die kannst du vielleicht sogar rauslassen. Wenn du sagst, du möchtest das Branding Ja. machen.
dann machst du das Papier mit rein. Ja. Aber dass man das, weil das sieht man ja nur, dieses HB, wenn man wirklich die Pinnwand geöffnet hat. Und das Wichtige ist, dass wir in der Profilübersicht, in der Pinnwandübersicht die Themen direkt sehen. Und Ja, genau. dafür hast du ja auch die Coverbilder gemacht, dass man das sieht, ne? Ja, da wäre jetzt auch noch die Frage, ob man noch mit diesen Coverbildern arbeitet oder eher nicht, weil ich es fast vielleicht jetzt schöner finde, wenn man eben halt schon ein schönes Bild raussucht, was das Thema am besten betitelt und gar nicht da dieses Coverbild hat. Das war, glaube ich, auch mal eine Zeit lang in oder gefragt, um da irgendwie sowas. Das war ja bei Instagram auch so, dass man total das durchgestylte Feed haben musste. Ist jetzt ja auch nicht mehr so, dass man da irgendwie mit total den Kacheln arbeitet und ineinandergreifende Sachen. Und ich glaube, das ist eigentlich wichtiger, wenn es authentischer ist und nicht so. Ja, absolut. Also ich meine, man kann es ja schön gestalten. Also die Coverbilder sind wirklich eine rein optische und Designsache. Also dass es einfach zur Marke vielleicht einen Wiedererkennungswert hat. Aber ansonsten bringt es nichts, ne? Und was ich in der Regel eigentlich schöner finde und auch vor allem bei dem Thema, du hast jetzt weiße Coverbilder, also komplett weiß, und dann hast du da eben den Text draufgeschrieben, wie zum Beispiel Style Shooting, Boho Moody. Und was ich eigentlich schöner finde, entweder du nimmst nur ein Bild, was dazu passt, weil du hast ja wunderschönes Bildmaterial, dass man einfach diesen schönen Pinterest-Mood auf deinem Profil hat. Oder du erstellst Coverbilder mit einem passenden Bild und einem Textbanner darüber. Dass man den Text Genau. sieht, aber man hat trotzdem diesen Mut irgendwie. Genau, da kannst du mal gucken, ob du eins vorbei machen möchtest. Genau. Ja, genau. Habe ich jetzt eigentlich alles gesagt? Also mehr Keywords überall, Profilbeschreibungen, Pinnwandbeschreibungen, die Pinnwandnamen einmal umändern, also in der Reihenfolge. Dann, dass du genug Pins auf den Pinnwänden hast, also lieber zusammenfügen. Von deinen 50 Pinnwänden ein bisschen reduzieren. Und wichtig, dass die regelmäßig bespielt werden, die Pinnwände. Und dass du dann am liebsten mit deutschen Keywords arbeitest. Wenn mal wirklich Trend-Keywords Englisch sind und es sind Suchbegriffe, dann kannst du das auch gerne machen. Aber ansonsten eher davon absehen. Genau. Ja. Hast du dazu? Ich hätte noch eine Frage zu versteckten Pinnwänden. Macht es da irgendwas aus, wie viel man davon hat? Also ich habe jetzt zum Beispiel Pinnwände, die mal irgendwann privat waren, versteckt, oder es gibt halt auch wirklich ganz viele von so Shootings, wo wir uns dann unsere Inspiration zusammen pinnen von den verschiedenen Dienstleistern. Manchmal hängen die da noch so rum. Ich weiß nicht, ob man sie dann wegpackt, löscht oder ob das da irgendwie Pinterest tangiert, wenn man da so viele Karteileichen auch auf verschlüsselt stehen hat. Nicht, dass ich wüsste. Also, wir machen die auch lieber geheim oder archivieren die, anstatt die zu löschen, weil manchmal steckt da ja schon Reichweite in den Pins drinne und deshalb ist es eigentlich egal. Also, es wäre Ja. natürlich in der Umsetzung nur einfacher, dass du nicht so viele Pinnwände da rumhängen hast, wenn du planst, aber sonst ist es egal. Ja, okay. Nee, sonst habe ich, glaube ich, keine Fragen. Dann hattest du noch eine Frage zu den Ads. Also da hattest du ja gesagt, dass deine Ads, glaube ich, ganz gut funktioniert haben, zumindest in den Etsy-Statistiken, aber in Pinterest, aber genau, aber mit Pinterest, da, was war deine Frage da genau? Ja, da habe ich jetzt gesehen, also du sagst es ja auch, dass die Idea-Pins anders funktionieren wie die Standard-Pins, sage ich mal, was Werbeanzeigen angeht. Also bei Werbeanzeigen kann man es ja dann wieder reinpacken. Ich glaube, dass das relativ viele Views dann hat, was ja bedingt durch die Werbeanzeige ist. Was sich aber nicht so deckt, sind die Anzahl an Leuten, die dann auf Etsy dadurch gekommen sind, als wie das, was mir bei Pinterest angezeigt wurde. Also bei Pinterest war es halt weniger Klicks als das, was hinten dann Etsy gezählt hat, was über Pinterest rauskam. So, da habe ich so ein bisschen gedacht, so, weil das Die doch Zahl bei Etsy. Etsy war die Zahl höher. Ja. Ah, okay. Also es kann natürlich sein, dass dann einer sich durchs Feed geklickt hat und auf ein anderes Etsy-Produkt dadurch, also dass der sich so ein bisschen durchgewühlt hat bei mir, ne, das war jetzt so meine Erklärung, die ich dafür hatte, dass der dann letztendlich ein anderes Produkt angeklickt hat und deswegen bei Etsy gelandet ist. Ja, oder hat Etsy die Summe gezählt von Pinterest?
Besuchern und nicht nur die, die über die Anzeige gekommen sind, sondern allgemein über Pinterest. Ja, genau, Daran das kann sein. oder? Ja, denke auch. Also, dass, wie gesagt, dass es dann über eine andere Schaltfläche oder so kam, weil das lief so ein bisschen auseinander. Also, es war schon merklich mehr, ne? Man hat das auch in den Etsy-Statistiken gesehen. Da stand da, ich glaube, einen Tag 300% Steigerung bei Pinterest. Und ja, also, dass man da schon gemerkt hat, dass es was gebracht hat. Was jetzt letztendlich nicht für mich zu ersehen war, ist ja bei Etsy, wer, also habe ich zumindest nicht gefunden, aber es ist dann auch eine Etsy-Frage, wer von denen, die jetzt über Pinterest und über die Anzeige gekommen sind, hat dann jetzt gekauft oder haben die nur geguckt? So, das müsste ich dann nochmal rausfinden, aber ich glaube, das ist ein Etsy-Thema dann an der Stelle. Ja, also du kannst in Pinterest unter den Berichten, würde ich dann immer gucken, also unter Anzeigen und dann Berichte, da kannst du dann das richtige Zeitfenster auswählen. Das ist auch immer wichtig, dass man sich die letzten 30 Tage beispielsweise anguckt. Und dann kannst du doch den Filter auch Performance einstellen und dann siehst du, wie viele Impressionen, wie viele Klicks, ne, wie viele Conversions haben stattgefunden. Kommt aber dann auch immer darauf an, was für eine Anzeige hattest. Hattest du eine Traffic-Kampagne oder hattest du eine Conversion-Kampagne zum Beispiel, ne? Ja. Genau, und da arbeiten wir eigentlich meistens mit Conversion-Kampagnen und da siehst du die Zahlen, aber natürlich gibt es auch immer Abweichungen, wenn jetzt Shops mit einem anderen System arbeiten. Meistens sind die Zahlen bei Pinterest nämlich höher als das, was nach dem Shop-System angezeigt wird, weil dann gibt es vielleicht auch eine Absprungrate. Pinterest zählt das aber schon mit. Der Shop zählt es noch nicht mit. Dann schaltest du parallel Anzeigen auf Facebook. Die Leute haben die Facebook-Anzeige gesehen, haben dann aber auch die Pinterest-Anzeige gesehen. Worüber haben sie denn jetzt gekauft, sozusagen? Ja. Also es ist ja auch nicht immer nur Last-Click-Kauf relevant, weil wenn jetzt deine Pinterest-Anzeige dazu beigetragen hat, dass man dich schon im Kopf hat und dann sehe ich dich nochmal bei Facebook und kaufe dann, war ja die Pinterest-Werbeanzeige trotzdem wichtig, ne? Stimmt, ja. Darf man Macht auch. Sinn. Genau. Aber eigentlich siehst du das alles ganz gut bei Pinterest im Backoffice. Ja. Ja. Dann abschließend zur Pin-Strategie. Also, man macht jetzt ja nicht mehr diese 10, 15 Pins am Tag und so weiter. Also, wir sind jetzt so runtergegangen, dass wir 1 bis 3 Pins pro Tag veröffentlichen, um meistens Fokus Standard-Pins. Wenn du jetzt auch Videomaterial hast, kannst du auch ein paar Videopins hochladen. Und ich würde 1 bis 2 Idea-Pins pro Woche, wenn du dafür die Kapazitäten hast, wäre das auf jeden Fall gut, dass regelmäßig Ja. Idea-Pins rausgehen. Genau. Und dann, ja, hast du Tailwind oder machst du im Pinterest? Ich gucke jetzt gerade bei Tailwind rein, weil ich da auch einen Kooperations- oder einen Geschäftspartner habe, der Webseiten damit baut. Ich habe mich jetzt gerade erst damit beschäftigt und geguckt, was das überhaupt kann. Also steigt da gerade erst ein. Der baut Webseiten mit Tailwind. Ja. Das ist irgendwie das Content Management, das ist ja ein Headless-System irgendwie und das klemmt dahinter mit. Das ist Oder eine. ist das mal, eigentlich hieß das so. Oder ich habe jetzt falsch geguckt. Ich muss da nochmal reingucken, glaube ich. Ist auf jeden Fall, eigentlich ist es ein Social Media Planungstool, wo du deine Pins mit vorausplanen kannst. Okay, nee, dann heißt das ähnlich. Dann ist das irgendwie ein ähnliches Ding. Nee, ich habe diese Planungstools, ich hatte was für Instagram, aber bin da jetzt nicht noch weiter bei Pinterest eingestiegen. Da müsste ich mir dann mal ein Planungstool suchen, weil ich das eigentlich ganz angenehm finde. Ich glaube, oh, wie hieß denn das bei Instagram? Habe ich jetzt aber auch nicht mehr genutzt. Ja, es war auf jeden Fall schön, weil man sein Feed vorher sehen konnte, wie das ungefähr aussieht und wie das farblich abgestimmt ist und solche Sachen. Also eigentlich finde ich das sehr entspannt dann. Ja, also wie der Feed jetzt aussieht, ist bei Pinterest, macht dich da nicht verrückt, das ist egal. Aber es ist Ja. entspannter, vorauszuplanen. Du hast da nicht alle Funktionen, also dieses Shopping-Tagging, das kannst du nur in Pinterest selber machen. Oder Idea-Pins kannst du auch nur in Pinterest selber machen. Aber so kannst du halt mega gut für 4 Wochen zum Beispiel vorplanen. Und dann kannst du eine gute Mischung machen. Du lädst zum Beispiel erstmal dein ganzes Bildmaterial hoch. Und dann hast du noch ein paar Pins, mit Text-Overlay zum Beispiel gestaltet, dann machst du die noch mit dazwischen und dann geht das alles automatisch raus und du kannst ja einen Pin auch auf 2 oder 3 Pinnwände teilen, wenn es thematisch passt. Also beispielsweise Ja. passt der auf die Pinnwand Boho-Hochzeit,
Passt aber ja auch auf deine Pinnwand Etsy Shop oder Shop, wie auch immer. Und dann kannst du das direkt auswählen für beide Pinnwände und musst es nicht Ah, doppelt okay. hochladen. Das ist eigentlich die größte Ersparnis dabei. Ja. Gut, nee, dann schaue ich da mal rein. Das kannte ich, ich kann, habe jetzt bis jetzt nur Canva. Ja. Und das ist ja, ich weiß gar nicht, ob die ein Planungstool bis jetzt hinterlegt haben. Ich glaube, das ist nur Design, ne? Kinder hat mittlerweile auch ein Planungstool. Ja, dann muss ich da nochmal reingucken, weil da habe ich die Pro-Option, weil ich halt auch für Kunden so kleine Canva-Corporate Designs, also dass sie ihre Farben haben und so Kram Genau, ja, mache. das ist echt toll. Aber dieses Pin, mehrere Pinnwände für einen Pin auswählen und dass er das direkt im Intervall nach 14 Tagen auf die nächste Pinnwand teilt, das hast du nur bei Okay. Tailwind. Ne? Aber Ja. muss man einfach für sich dann überlegen, wie möchte ich meine Pinnwände. Okay. Gut, ja. Ja, super. Ja, das sind eigentlich alle Punkte, die ich so gefunden hatte. Fällt dir noch was ein? Nö, bestens gecoacht, beraten. Also sind ja doch einige Lichter an manchen Stellen aufgegangen. Was sind deine Next-to-Dos? Erstmal die Benennung der Pinnwände und die Eindampfen. Also, dass die echt weniger werden, dass ich da selber durchsteige, wenn ich in mein Profil gehe. Sehr gut. Und mach vorher am besten die Keyword-Recherche, damit du wirklich Genau. dich umbenennst. Genau. Ja. Cool, super. Dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß bei der Umsetzung und ich freue mich sehr, dass du dabei warst. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke. Ich freue mich auch. War sehr schön. Mach's gut, ciao. Ciao. Ich freue mich, wenn jetzt einige Tipps und Anregungen für dich dabei waren, um deinen Pinterest-Account noch weiter zu optimieren. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich will noch weiter Pinterest machen, ich habe richtig Lust, aber ich brauche bitte, bitte Unterstützung und ich möchte es nicht alleine machen, dann können wir dich gerne dabei an die Hand nehmen und wir haben dafür auch keinen Online-Kurs entwickelt, sondern wir haben gesagt, wir wollen persönliches Feedback geben, wir wollen Hand in Hand mit den Leuten ihre Pinterest-Strategie ausarbeiten und auch in die Umsetzung bringen, weil meistens ja ist es ja oft so, dass man anfängt und dann kommt wieder was dazwischen, dann ist wieder eine andere Priorität da und das möchten wir eben umgehen. Und deshalb haben wir gedacht, okay, wie können wir ein Produkt kreieren, was die komplette Strategie Erarbeitung integriert und trotzdem sehr zeiteffizient ist. Und so haben wir jetzt einen Ein-Tages-Workshop kreiert, one-to-one, nur wir und du, wo wir deine Pinterest-Strategie gemeinsam aufbauen, wo wir es gemeinsam umsetzen und du Schritt für Schritt lernst, was zu tun ist und wie du dann auch einen effizienten Workflow langfristig für dich schaffen kannst. Das heißt, wir setzen uns einen Tag online zusammen und am Ende des Tages ist dein Pinterest-Account fertig und du kannst weiter ins Account-Management gehen, bekommst auch noch einige Videoinhalte von uns, dass du dann auch wirklich im Account-Management, ja, keine Fragen offen bleiben. Also wenn das interessant für dich ist, dann schau einfach mal in den Links in den Shownotes dabei. Dort findest du ein Bewerbungsformular und dann freuen wir uns sehr, von dir zu hören. Also ganz liebe Grüße und hab noch einen wundervollen Tag. Deine Franziska von Scala Media.